Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Witcher 3 und hier Blood and Wine. Und wir müssen jetzt eigentlich zu Liam und Mathilda gehen. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Für diese Weinfeen, hoffe ich. Also nicht, dass es noch weitergeht. Ja, ich glaube, es ist fertig. Würden Sie sich vor Angst noch immer in die Hose machen? Ja, könnte. Gucken wir doch mal auf die Karte. Macht doch vieles einfacher. Aha, hier rum und nach Osten. Der Sprungpunkt nützt uns nichts. Wir haben hier immer noch keinen gefunden. Ja, das ist richtig. Also, Plätze. Da muss einer sein irgendwo. Naja. Plätze. Ach, Plätze hat mal wieder frei. Ach, Plätze ist nicht da. Nö. Gerald muss mal wieder zu Fuß. Naja, wahrscheinlich, damit sie mal eine kleine Atempause nehmen kann. Tja. Plätze. Das ist komisch, ne? Ja. Passiert immer mal wieder. Immer mal wieder. Einfach. Ich meine, man kann natürlich auch zu ihr hinlaufen, da hat man sie wieder, aber dazu ist Gerald viel zu stolz. Stimmt's? Ja. Das war wohl ein Pfau. Miau. Ja. Was denn? Nix. Ich hab nur irgendwas gehört, dachte ich, aber nee, hab ich wohl nicht. Dachte, ich hätte auch was gehört. Ich sehe aber nichts. Ja, siehst du, wir haben schon richtig gehört. Was sind diese Dinger wieder? Dunkelwald. Was denn? Na, diese, weißt schon, diese Tausendfüßler, oder? Ich sehe nichts. Nee, ich auch nicht. Ich sehe nicht mal was Rotes auf der Minimap. Nö. Ach, dann kümmern wir uns einfach nicht drum. Jetzt taucht es auf. Ja, weil die natürlich auch immer unterirdisch sind. Ja, ach, da ist da er. Hinten. Die sind ja unterirdisch, da siehst du natürlich auch nicht. So. Aua. Hey. Die hauen aber auch immer. Ja. Vertragen nicht viel. Vertragen überhaupt nicht viel, aber sind so blöd, weil die mal verschwinden. Ja, das war ein gutes Luftloch, aber das ist... Ja, ja, aber die sind so schnell wieder weg. Das Einzige, was sie länger am Leben lässt. Weil eigentlich halten sie wirklich nicht viel aus. Nö. Hm, da ist ja noch einer. Ach, der war noch gar nicht ganz kaputt. Aber jetzt. Ja, zwei Leichen. Blödes Mistvieh. Gerald, nicht boxen, aufnehmen. Monsterpanzer und Kitinpanzer. Monstermagen. Und Absonderungen. Oh, gut. Ja. Ich meine, wenn jemand nach Herzenslust Alchemie betreibt und so, könnte er das ja wirklich tun, ne? Guck mal, Plätze steht wieder zur Verfügung. Ja, die muss sie sich nur ein bisschen erholen. Na, Plätzi? Du siehst ja toll aus. Mit deinen tollen Scheuklappen. Solche Scheuklappen möchte ich auch haben. Ja, möchtest du mit solchen Scheuklappen rumlaufen? Naja, man muss nicht alles sehen, hast so ist recht. Es. Wenn wir gerade ausgucken. Plätze, wo rennst du denn wieder hin? Halt. Heya! Boah, das kann er gut. Langsam. Pass auf, hier sind Leute. Oh, sieht das ganz Lauf, hübsch Plätze. Aus. Nicht so schnell, Plätze. Laufplätze, nicht so schnell, Plätze. Gerald, weißt du eigentlich, was du willst? Nicht so recht, ha? Die sind wohl im Haus jetzt drin, oder wie? Ja, sieht so aus. Da ist eine Tür. Nee, da sitzen sie. Das sieht gemütlich aus. Haben sie ja richtig schön gemütlich gemacht. Ja, und der herzogliche Beamte. Bitte nicht. Ich bin beschäftigt. Ja, ja. Oh, ja. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt.
Hä? 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 Hotel für ihn angesprochen. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Ihr feiert Hochzeit, das freut uns. Bis dann. Würde mich nicht wundern, die wollen uns bestimmt zur Hochzeit einladen, oder? Ja, das könnte schon sein, ja. Ja. 3 Tage warten und dann müssen wir zu ihr zurück. So wie die da sitzen, sieht das so aus, als ob sie sich ja schon häuslich, und zwar beide häuslich niedergelassen haben. Ja. Gut, sehr schön, es ist wirklich hübsch hier, muss ich schon sagen. Und der Beamte hat ihn wohl schon als Haushaltsvorstand angesprochen. Naja, ist ja auch ein Mann, ne? Ja. Was sagt uns das über die Gesellschaft dort? Ja, das hat mich doch etwas verwirrt gerade. Ich dachte, die gehen sich jetzt gleich in die Haare, aber nein. Gut, wir wollten uns ein bisschen um die Rüstung, also um diese Großmeister-Sachen kümmern. Aber nebenbei kann man auch immer andere machen oder so. Klar. Zu Hause müssen wir auch bei Gelegenheit mal wieder vorbeigucken. Ja, komm, müssen wir noch ein bisschen sein. Wir waren ja gerade erst da. Ja, ja. Hast du irgendwo irgendwas gesehen? Bei Hexe auftreten vielleicht, oder? Oder bei Schatz suchen. Wir haben schon mal was gesehen. Na, na gut. Mehr als ein Meister, da ist es. Findet den Großmeister Schmied. Ach, den müssen wir finden erstmal. Ja. Erst müssen wir den Schmied finden. Wenn wir den gefunden haben, dann können wir... Dann müssen wir die Schemata suchen. Na gut. Warum bin ich denn jetzt wieder rausgegangen? Ich muss doch auf die Karte gucken, wo der wohnt. Ach so, ja, das stimmt auch wieder. Der ist wohl... Ach, der ist hier in der Stadt. In der Stadt. Na, da sind wir ja schon fast da. Leute sagen, der Storch blickt die Kinder. Tatsache. Was sagen die Leute? Ich habe hier noch gar keinen Storch gesehen, trotzdem so viele Kinder. Ja, etwas verwegen, diese Wegwahl. Allerdings. Naja, man muss sich alles anschauen. Aber ist doch ein schöner Weg ja, hier. Ja, sehr hübsch. Ah, schöner Blick übers Land mit den 2 komischen Felsen. Ja. Oh, die haben sogar einen Hafen da unten. Waren wir da schon? Kann mich nicht erinnern. Nö, da müssen wir uns auch mal angucken bei Gelegenheit. Und schon sind wir in der Stadt. Metinator oder so ähnlich. Also da war jetzt wieder ein Wegweiser. Ja, da haben wir einen schönen Wegweiser. Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. Ah ja, lesen. Aber sieht man ja schon. Das wissen wir. Feigheit zum Opfer. Das Biest von Beauclair hat wieder zugeschlagen. Bürger, hütet euch vor dem Biest. Ja. Wendet eure zitternden Herzen. Das hat wieder zugeschlagen, das Biest. Darin findet ihr Trost. Freundliche Erinnerung der Böttcherzunft von Beauclair. Entschuldige. Ach so, das Turnier, ja. Das Turnier, ja. Wind. Aha. Das wirst du auch noch machen. Der ist wohl der Spitz zu Hause. So duster. Herr Schmied, warum hast du kein Licht? Braucht er nicht. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Aha. Gut. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Passend. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen.
Nix für hin. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. So viel zum Thema wir. Naja, kannst du mal fragen. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tientsel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Aha. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Aha. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tientsel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Na, ob das klar. Ein gutes Geschäft ist? Klar. Aber kann ja mal fragen hier mit den Leuten. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tientsel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Aha, talentiert. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Na, das wollen wir doch rauskriegen. Genau. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Aha. Wo soll ich anfangen? Oh, ist eigentlich egal. Erstmal beim Greifen. Genau, das ist die Rüstung... unsere bevorzugte. Genau. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Ussar einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Ussar sind nur noch Ruinen übrig. Aha. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Ist das die mit den Todesfeen? Guck mal, wir können ja hier alle durchfragen. Ja, klar. Dann haben wir immer schon überall die Aufträge und können dann immer durch die Gegend laufen. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Therm. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe,
Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Therm. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Klingt nicht gut. Nee. Katze? Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. Aber? War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Typisch Katzenschule, ne? Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und feilschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Manticore kenne ich gar nicht. Das ist das neue Manticore. Aha. Die Schule des Manticores. Über die weiß ich wohl am wenigsten. Obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoi-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Tja, da haben wir jetzt eine Menge Orte, die wir aufsuchen können demnächst mal. Jo, sehr schön. Ich würde sagen, viel Glück auf dem Weg. Ja. Wir fangen mit der Greifenrüstung an. Claro. Bären. Jetzt haben wir jede Menge Quests. Das ist aber Schatzsuche alles. Ne? Ja, Greifenausrüstung. Jawohl, verfolgen. Na gut. Ist das hell hier draußen? Ja, wenn man da rausgeht, stimmt. Was du heute kannst besorgen, das kauf heute. Blendet richtig. Ja. Na gut, hier sind wir ja hergekommen. Mehr oder weniger. Dann sollten wir mal gucken, wo ist das denn überhaupt, wo wir hin müssen. Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Wir sind hier gerade am Wegweiser. Ja, eben. Wer weiß, wie weit das ist. Oh, da gibt es auch noch ein Anschlagbrett, was wir bei Gelegenheit mal aufsuchen sollten. Zwei gibt es noch, zwei Anschlagbretter. Aha. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und das nächste dann ist ein Anschlagbrett. Dann haben wir hier ein Fragezeichen, das Anschlagbrett und dann hier rüber. Genau.
Okay. Wo ist der Wegweiser hier? Der müsste hier sein. Da ist er auch. Ist er. Jawohl. Okay, dann kommen wir. So, hier haben wir gesagt, wollen wir hin. Lovin oder wie das heißt. Ja. Naja, ich und mein Französisch. Ach, das ist das Tufo-Weingut. Davon haben sie doch auch gesprochen. Für irgendwas. Ist hier das Tufo-Weingut? Ja. Guck mal, da war irgendein Auftrag, wo du zum Tufo-Weingut musstest. Ja. Und zwar auch für den, von der Schatzsuche. Dann gucken wir doch gleich mal. Schatzsuchen. Also Greifbär. Das war. Ja, doch, Bär war es ja. Das war ja Bär. Na gut, dann gucken wir mal hier auf die Karte. Oh. So, ja. Liegt hier auf dem Weg. Meine ich ja. Dann können wir das ja auch machen. Klar. Nix mehr hin. Nein, das bedeutet nicht unbedingt Ärger. Hey, wie man sieht, ist ja aus wie so eine Knarre, hä? Diese Armbrust. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Genau. Aha. Wer hätte gedacht, dass die Ritter so miteinander beschäftigt sind, dass wir einen Hexen... Hast du schon mal gespeichert? Ja, das... ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das Navi zeigt zwar außen rum, aber man kann ja hier schon mal gucken gehen. Ne? Aha, hier geht's wieder raus. Da geht's raus wieder? Ja. Aha. Ja, oder in ein anderes Zimmer kann natürlich auch sein. Hier geht's auch raus. Das Navi ist verwirrt. Ach, hier ist abgeschlossen. Mhm. Da geht's sowieso nicht. Hier ist verschlossen. Ei. Tja. Gibt es da einen Unterschied zwischen verschlossen und abgeschlossen? Oh, jetzt hier. Hier ist rot. Hier gibt's erstmal Nostrix. Ja. Da ist wohl Art angesagt, oder was? Nein? Hä? Hier ist rot, aber... Kannst du da Art benutzen? Mal probieren. Ja. Klappt. Genau. Mann, bist du gut. Das heißt gut, das ist doch klar. Hier ist ja viel Trödel. Was ist denn das? Eigentlich selben Waffenreparaturset. Naja, das kann man doch brauchen. Mal, sonst kriegst du das nicht. Da wird es irgendein kleines Monster geben. Lauter Kringel? Wow! Tagebuch, Silberschwert, Rüstung, Handschuhe. Wow! Ach so, erst mal lesen, bevor es wieder weg ist. Aha. Groß wie ein Bär, Berg, bärtig wie ein Zwerg. Tja. Aha. Ja. Was für ein Monster der Hexe auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Nee. Ich muss die Augen offen halten. Ja, das solltest du. Gerald, hier ist ein rotes Fass. Warum kann ich damit nichts machen? Da frag mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ist es ja wohl nicht mehr. Doch, ist immer noch. Doch, gut. Ich muss nur die Hexersinne anmachen. Aha. Tja.
Aber du kannst nichts damit machen, ne? Nö. Kein bisschen. Nichts. Hm. Aber hier ist so ein Marker, ne? Ein Marker? Räum mit dem A-Zeichen auf steht hier. Vielleicht solltest du mal das Fass versuchen, irgendwas mit dem Fass so zu machen. Weil hier steht Räum mit dem A-Zeichen auf. Können wir ja probieren. Aber es steht ja hier. Ja. Aber das war wohl... Nö. Aber egal. Was mit X? Auf jeden Fall haben wir hier nochmal so einen Marker. Und da musst du vielleicht auch mit dem A-Zeichen was tun. Oh oh. Pass nicht auf, dass du da nicht reinlaufen. Genau. Okay, ich speichere mal. Mhm. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann gehen wir wieder auf Gwen. Flasche, Fläschchen. Eine Meteoritenspitzhacke. Zaunfeder. Schick. Naja, die rostigen Hammerköpfe brauchen wir ja unbedingt. Na, willst nicht anzünden? Na. Spielt der mit dem Feuer, da. Unser Geralt, stimmt. Ja, er hat sich ja schon mal abgefackelt. Bewachter Schatz ist hier. Just in case. Naja. Möchte mal gerne wissen, wer den Schatz bewacht. Oh, wieder mal ein Oh, graue Rüstung ist sicher auch hübsch. Sieht grau mit Pink. Elegant, toll. Aus. Welcher Holzstrickleiter? Ja? Ja, da läuft was rum so. Da hinten läuft was rum. Ja, speichern. Und aufhören. Wir spielen in der nächsten Folge, machen wir das jetzt weiter. Okay. Wir haben die Zeit schon erreicht, okay? Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.